Ich bewerte meine riskantesten Parkour-Moves. Bei dem ersten Move habe ich versucht, von dieser 9 Meter hohen Klippe in diesen Schwimmring zu springen und ich bin einfach fast auf dem Rand gelandet, also 5 von 10. Hier habe ich einfach einen Salto über den Salto von einem Kumpel gemacht und das war schon echt scary, also 7 von 10. Hier bin ich einfach auf diesen 4 Meter hohen Pfosten geklettert, um in dieser seitlichen Position runterzurutschen und da müsst ihr jetzt mal kommentieren, wie riskant das war.